Der Puma-Käfig in Schmieden. Hier gehen die Handballer vom TSV in der Württemberg-Liga auf Torejagd. Mitte Juli findet vor der Halle aber auch immer das legendäre Ortsturnier statt. Aktuell zum 50. Mal und deswegen haben sich die Pumas mit Frisch auf Göppingen hohen Besuch zum Jubiläum eingeladen. Und das Team von Hartmut Meierhofer war froh, mal wieder den Ball in der Hand zu haben. Denn Vorbereitung bedeutet zu Beginn immer erstmal Kraft und Kondition bolzen. Natürlich, da wird der Grundstein gelegt für so eine Saison. Es ist unglaublich wichtig, dass wir da hart trainieren und dass wir da auf einem gewissen Level schon in die Saison starten, weil die Saison ist eine sehr, sehr lange und da muss man natürlich topfit sein und das haben wir letztes Jahr gemerkt. Wir hatten kaum Verletzte und das liegt natürlich auch an so einer guten Vorbereitung. Und auch wenn die beiden Schmiedener Torhüter mit der ein oder anderen Parade zu glänzen mussten und die Pumas sich auch über schöne Tore freuen durften, sahen die knapp 500 Zuschauer, darunter auch TVB-Youngster Luis Vöge, eine schon sehr gut harmonierende Göppinger Mannschaft. Das zweite Jahr unter Coach Hartmut Meierhofer, dazu nur 4 Neuzugänge. Mit Platz 8 wie in der Vorsaison möchte man sich in der kommenden Spielzeit nicht zufrieden geben. Wir wollen natürlich besser werden in der Saison. Wir wollen konstanter Handball spielen und dann am Ende natürlich schauen, was dabei rauskommt. Die anderen Mannschaften haben sich auch sehr gut verstärkt, aber wir wissen, wo unsere Stärken sind und versuchen, die noch besser zu machen und die Schwächen auch zu korrigieren. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Während in Schmieden noch die ganze Woche eine Handballparty gefeiert wird, geht es für Frisch auf am Wochenende beim ebenfalls schon traditionellen Esslinger Marktplatzturnier weiter. Ich denke...